Diesmal koche ich für meine Freundinnen. Es gibt Short Ribs mit Rhabarber. Eine Geschmacksexplosion. Dazu mache ich knusprigen Safranreis und als Gemüsebeilage grüne Bohnen mit knusprigem Kartoffelcrunch. Heute kommen meine Freundinnen zum Dinner und es gibt Rhabarber-Short-Ribs. Sie schmecken süß-säuerlich, zergehen auf der Zunge und sind unglaublich aromatisch. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Zuerst mache ich die Trockenmarinade aus 2 Esslöffeln Zucker und 2 Esslöffeln Salz, einem Teelöffel Fenchelsamen und einem halben Teelöffel Piment. Das verleiht dem Fleisch Geschmack und macht es zart. Diesen Gewürzmix gebe ich großzügig über das Fleisch und reibe es gründlich damit ein. Ich nehme Querrippen mit Knochen, denn der macht es noch geschmackvoller. Aber ohne geht auch und die Stücke können jede Größe haben. Sie sollten lediglich rundum von Trockenmarinade bedeckt sein. Alles drüber streuen. Das sieht nach viel Salz aus, aber so bekommt das Fleisch Aroma. Frischhaltefolie drüber und kalt stellen für mindestens 3 Stunden. Die Short Ribs sind fertig mariniert. Weiter geht's mit 2 Zwiebeln, einer ganzen Knoblauchknolle und tiefgefrorenem Rhabarber. In Minnesota hat den jeder im Kühlfach. Zwiebeln schneiden. Short Ribs sind mein Lieblingsgericht für eine Dinnerparty. Man kann sie gut vorbereiten, denn je länger sie marinieren, desto besser schmecken sie. Ich kann sie sogar komplett am Vortag kochen, kalt stellen und am nächsten Tag einfach wieder aufwärmen und direkt servieren. Diese Zwiebelscheiben lege ich unter das Fleisch, damit sie richtig schön zart werden. Dazu kommt außerdem eine ganze gehackte Knoblauchknolle. Die Pfanne kommt gleich in den Ofen, deshalb ist sie nicht heiß. Jetzt gebe ich den Rhabarber dazu. Das alles vermische ich mit Olivenöl. Aber nicht zu viel, denn das Fett der Short Ribs tritt im Ofen aus und wird die Zwiebeln und den Rhabarber richtig tränken. Das Fleisch lege ich oben drauf. Wird ein bisschen eng, aber keine Sorge, die Zwiebeln fallen im Ofen zusammen. Rein damit in den Ofen bei 250 Grad für 20 Minuten, ohne Deckel, damit das Fleisch eine aromatische Kruste bekommt. Die Short Ribs sehen wunderbar aus. Sie duften herzhaft und zugleich leicht süßlich nach Zwiebeln und Rhabarber. Ich drehe die Temperatur runter auf 160 Grad. Jetzt, da die Short Ribs außen knusprig sind, sollen sie langsam durchgaren, damit das Fleisch saftig und butterweich wird. Vorher gebe ich noch Rhabarbermarmelade und Hühnerbrühe dazu. Statt Rhabarber eignen sich auch Granatapfel oder Äpfel. Alles, was süß und sauer zugleich ist. Als nächstes die Pfanne zur Hälfte mit Hühnerbrühe auffüllen. Schwarzer Pfeffer. Deckel drauf und zurück in den Ofen bei 160 Grad für etwa 2,5 Stunden, bis das Fleisch vom Knochen fällt. Als Beilage zu den Short Ribs gibt's knusprigen Safranreis. Er schmeckt herrlich butterig und nach einem Hauch von Safran. Er ist so aromatisch, dass eine Prise ausreicht. Ich mahle ihn zusammen mit etwas Salz zu einem Pulver.
Da köchelt Basmati-Reis. Mit ein paar Esslöffeln vom kochend heißen Salzwasser löse ich den Safran auf. So entfaltet sich sein Aroma besser und der gefärbte Reis wird toll aussehen. Das Fett brutzelt. Rein mit dem Reis. Ich drücke ihn fest, damit er die heiße Safranbutter aufsaugt. Ich steche ein paar Löcher rein, denn der Dampf soll entweichen können. Nur so wird der Boden extra knusprig. Damit die Feuchtigkeit aufgefangen wird und nicht zurücktropft und den Reis matschig macht, decke ich die Pfanne mit einem Küchenhandtuch ab und obendrauf kommt ein Deckel. Das Tuch falte ich um, so brennt es nicht an. Zuerst bei mittlerer Hitze 45 Minuten garen lassen und abschließend 10 Minuten bei niedriger Hitze. Jetzt wird's spannend. Den Deckel so anheben, dass die Feuchtigkeit nicht zurück in den Reis tropft. Und auf einen Servierteller stürzen. Aber ist er so knusprig, dass man es hört? Perfekt zu den Short Ribs. Als Gemüsebeilage gibt's sortierte grüne Bohnen mit knusprigem Kartoffelcrunch. Ich röste Mandelsplitter und Sesam an. Vorher hacke ich die Mandeln. Sesam dazu. Bis das fertig ist, hacke ich den Knoblauch und die Zwiebeln. Das riecht herrlich pikant und man hört richtig, wie knusprig sie sind. Der wahre Grund für dieses Gericht ist, eine Rechtfertigung dafür zu haben, Chips zu kaufen. Zwei Handvoll kommen in eine Tüte. So kann ich sie gut zerkleinern. Zu den Zwiebeln geben. Was machen Mandeln und Sesam? Duftet das nussig. Rein damit. Die Bohnen sind fast fertig. Schön zart und leuchtend grün. Den Herd ausstellen. Ich hole eine Servierplatte und eine Zitrone, um den Geschmack abzurunden. Sieht köstlich aus. Mit einer Prise Salz die Bohnen dezent würzen. Etwas Pfeffer. Und die Schale sowie den Saft einer halben Zitrone. Zuletzt das Topping drüber streuen. Den Rest in einer Schale servieren, denn ich will sicher mehr davon. Beautiful. These look great.